Und von den Wahlsiegern gehen wir zum größten Wahlverlierer. Rein rechnerisch ist das tatsächlich so. Zu den Grünen. Isabel Finzel steht dort. Und Isabel, wenn man jetzt schaut, 20,5% beim letzten Mal vor 5 Jahren. Jetzt nach Wahlbefragung 12,5%. Man hat also 40% der Wähler über den Daumen gepeilt verloren. Welche Erklärung hat man da bei den Grünen gefunden? Du hast ja jetzt einen hochkarätigen Gesprächsgast. Ganz richtig. Es waren hier einige enttäuschte Gesichter zu sehen. Aber sprechen wir darüber. Bei mir ist Anton Hofreiter, der Vorsitzende des Europaausschusses. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Also man muss sagen, die Grünen wirklich mit deutlichen Verlusten. Woran lag das aus Ihrer Sicht? Ich glaube, das war eine Mischung an Ursachen. Eine der Ursachen war, die Stimmung war bei diesen Europawahlen eine völlig andere als wie vor 5 Jahren. Da war es eine Klimawahl, da gab es die ganz großen Demonstrationen von Fridays for Future. Dann eine weitere Ursache, glaube ich, ist, dass es nicht gelungen ist, deutlich zu machen, dass unsere Politik, die am Ende das Land resilienter macht, das den Menschen deutlich zu machen, denn die Stimmung war stark von Ängsten geprägt. Und dann, glaube ich, haben die kleinen Parteien auch noch mal deutlich uns Stimmen gekostet, also wenn Sie an die Tierschutzpartei oder an Volt denken. Man muss sagen, das Thema Migration hat aber eben auch eine ganz große Rolle gespielt in diesem Wahlkampf. Kam jetzt diese Debatte über Abschiebungen nach Afghanistan zur denkbar schlechten Zeit für die Grünen so kurz vor dem Wahlkampf? Ich glaube, das war eher eine Debatte, die wiederum der AfD geholfen hat und deren Ergebnis sowieso erschreckend ist, wenn man sich überlegt, dass deren beiden Spitzenkandidaten, also der eine wollen Agent Chinas ist und der andere ein Agent Russlands. Das, glaube ich, ist extrem bestürzend. Und sicher hat der Fokus auf diese Debatte uns nicht geholfen. Genau, zur AfD würde ich jetzt auch noch mal nachfragen wollen. Denn Sie, die Grünen, die hatten sich ja auch zum Ziel gesetzt, stärker zu werden als die AfD. Und das ist jetzt bei Weitem eben nicht gelungen. Welche Verantwortung tragen auch die Grünen am Erstarken der AfD? Ich glaube, da sind alle demokratischen Parteien gefordert, dafür zu sorgen, dass die AfD wieder kleiner wird. Und ich glaube, das gute Ergebnis der AfD hat einfach eine ganze Reihe von Ursachen. Neben Angst und Verunsicherung auch die zerstrittenen in der Bundesregierung. Und ich glaube, da müssen alle zusammenhalten, dass das wieder sich ändert. Nee, es kann nicht sein, dass über 15% der Bürgerinnen und Bürger an eine rechtsradikale, antidemokratische Partei verloren gegeben wird. Herr Hofreiter, 12,5%. Brauchen die Grünen da überhaupt noch einen Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl aufstellen? Das muss man sich in Ruhe anschauen. Unser Ziel muss sein, daran zu arbeiten, dass das nächste Wahlergebnis bei der Bundestagswahl besser ist wie 21. Aber das wird man zum gegebenen Zeitpunkt entscheiden. Im Moment sozusagen ist es ja eine Herausforderung. Aber wie gesagt, ich glaube, das muss man zum gegebenen Zeitpunkt entscheiden. Eine Herausforderung, sagen Sie. Ich würde trotzdem noch mal nachfragen. Robert Habeck, der war relativ präsent, muss man sagen, jetzt auch in diesem Wahlkampf. Würden Sie ihn für einen guten Kanzlerkandidaten halten? Das wird die Partei zum richtigen Zeitpunkt entscheiden. Wer dann die richtige Kandidatin oder Kandidat ist, dem will ich jetzt echt nicht vorgreifen. Anton Hofreiter, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und damit geben wir von der Grünen Wahlparty zurück zu euch ins Studio. Auch wenn da nicht so viel zu feiern ist, Isabel Finzel, für den Augenblick erstmal vielen Dank für die Einordnung und das Gespräch. Dankeschön. Und von den Grünen schauen wir zur FDP, rein zahlenmäßig, Pi mal Daumen, ähnlich abgeschnitten wie vor 5 Jahren, aber mit einer Spitzenkandidatin reingegangen in diesen Europawahlkampf, die aufgrund des Krieges, des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, doch sehr, sehr präsent und vielleicht in manchen Bevölkerungsteilen auch prominent geworden ist. Und sie hat sich gerade geäußert, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Vielen, vielen Dank. Ihr macht mich verlegen, das bin ich selten. Macht mich echt verlegen, das bin ich selten. Liebe Freundinnen und Freunde, in dieser Partei zu sein, ist echt eine Herausforderung. Und ich bin das seit 34 Jahren, es war mein 10. Wahlkampf in einer Funktion und ich muss sagen, ich will nicht übertreiben oder untertreiben. Das war eine Herausforderung. Ich habe sie gerne angenommen und was Bijan gerade sagte, wir haben ein Ergebnis gehalten. Im Vergleich zu vor 5 Jahren, das ist wirklich eine große Freude. Wir sind bei 3% gestartet und hatten eigentlich konsequent 4%. Und dass es jetzt eine stabile 5% ist, das ist eine wirklich gute Nachricht. Ja, und ich auch sage denen,
die uns gewählt haben, ein herzliches Dankeschön. Ich fand das früher immer so doof, wenn man so Wählerinnen und Wählern dankt, weil doch, ich danke von Herzen, denn es gab nur eine Stimme. Und wir wissen, wie das ist mit einer Stimme. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Unsere Nachricht wurde gehört. Das Thema, was Bijan sagte, das Thema Wirtschaftswende, das Thema Sicherheit, das Thema, dass wir die Frage der Migration lösen müssen. Aber das war auch vor allen Dingen, und deswegen habe ich jetzt einen viel größeren Zettel. Das war eine wirkliche Teamleistung. Und ohne dieses grandiose Team wäre das nicht möglich gewesen. Die letzten 155 Tage, wir haben am 6. Januar begonnen, da haben viele mitgewirkt.